Okay, dann gucken wir mal in die Zeitkapsel. Da sollte ja was drin sein. Armaturen. Und irgendwo ist hier eine Klappe. Ah ja. Die Klappe zur Ladefläche. Mach mal auf. Was ist ein Kofferraum drin? Die Zeitfunkantenne. Platzsparend verpackt und in all ihre Komponenten zerlegt. Nehmen wir den doch mal raus. Jetzt muss ich nur noch einen Platz finden, an dem ich sie aufbauen kann. Ist immer noch ein bisschen laut. Ich mach's noch mal einen kleinen Tacken leiser. Moment. Moment. Vielleicht hilft das. Okay. Wir haben jetzt diese tolle Antenne. Wir haben ein Messer und wir haben ein Zeitfunkgerät. Und hier noch irgendwas? Ja, Armaturen. Wir haben viel mehr Energie verbraucht als erwartet. Hoffentlich reicht sie noch für einen zweiten Sprung. Nicht ohne Nigel. Wohin sollte ich auch springen? Weiß ich nicht. Nach vorne. Täterkontrolle, check. Atomofen, check. Hüllenintegrität, check. Der sogenannte Atomofen. Wer hat ihn nicht zu Hause stehen? Das Einzige, was bei das Problem am Atomofen ist, das Essen, das ist nicht nur durch, sondern es glüht auch ein bisschen im Dunkeln. Aber ansonsten ist das okay. Der sieht einigermaßen stabil aus. Andererseits hätte ich das wohl auch gesagt, als er noch an der Decke hing. Das stimmt. Gehen wir mal hoch. Na, nicht runterfallen. Ja, nicht runterfallen. Ist doch noch sehr das stabil. Kann doch nicht. Oh. Golden Gate Bridge? Die ganze Stadt ist zerstört. Können wir uns wirklich so geirrt haben? Hoffentlich sieht es bei den anderen Teams besser aus. Seltsames Gerüst. Die Baukünste unserer Vorväter. Sie konnten sogar die Kontinente zusammenbinden. Diese Arroganz. Die ganze Stadt steht unter Wasser. Ich kann da doch nicht einfach hinschwimmen. Ach stimmt, hier ist ja alles unter Wasser. Krass. Hier ist alles verloren. Wir sind zu spät. Ist hier noch irgendwas? Wollen noch irgendwas? Nein. Hier ist noch ein Plateau. Können wir hier... Mal sehen. Glatter Untergrund, nahe der Zeitkapsel, frei zu allen Seiten. Das ist der ideale Platz, um die Zeitfunkantenne aufzubauen. Das klingt nach einem Plan. Dann machen wir das doch mal. Zeitfunkgerät. Scheint ein guter Ort für die Zeitfunkantenne zu sein. Zu Hause musste ich das Ding oft auf- und auseinanderbauen. Nigel hat sogar manchmal die Zeit gestoppt. Ja, dann baust doch hin. Scheint ein guter Ort für die Zeitfunkantenne zu sein. Zu Hause musste ich das Ding oft auf- Nigel hat so... Hä? Quadi hat gesagt, dass unsere Ausrüstung sehr robust ist. Aber ich lasse es mal lieber nicht drauf ankommen. Hä? Hier irgendwo noch anders hingehen? Gerümpel? Es ist alles völlig zerstört und verdreckt. Hier war schon seit Jahrzehnten kein Mensch mehr. Achso, stimmt, das ist gar nicht die Antenne. Das ist ja das Zeitfunkgerät, natürlich. Nein, nicht Stahlträger, nicht hier. Halt! Ich brauche eine... Sie besteht aus unzähligen Kleinteilen, die schnell verloren gehen können. Ja, na, dann wollen wir mal. Da, dahin. Bastel, bastel. Okay. Alles, was ich benötige, müsste im Koffer liegen. Mhm. Staub. Na gut, dann machen wir den Koffer mal auf. Ah, Fuß, Antenne. Ich glaube, man konnte den Antennenfuß irgendwie ausklappen. Ah, cool. Wir haben eine Antenne. Kommt dann wahrscheinlich oben rein. Hier sind irgendwelche Anschlüsse. Koppler, der kommt bestimmt hier oben drauf. Nein, das passt hier nicht. Nein? Okay. Und wieder den Koffer. Hier ist ein Kabel. Nein, das passt hier nicht. Nein? Nein, das passt hier nicht. Hä? T-Stück. Nein, das passt hier nicht. Ja, das ist der Schalter, ich weiß. Nein, das passt hier nicht. Hä? Ring. Nein, das passt hier nicht. Ja, Mensch, ist ja gut. Wir wissen es, dass es nicht passt. Ja, ich glaube auch, dass es nicht passt. So, Es tut sich nichts. Das Antenne, Antenne, Ring. Kann ich nichts machen mit dem Ring? Nö.
habe vielleicht? Nein, das passt hier nicht. Ja, ist ja gut. Entschuldigung. Sicherung. Hier. Ah. Was? Nanny, du baust es meisterhaft zusammen. Gibt's das bei ICE? Bestimmt. Bestimmt. Also wahlweise kannst du dich auch hier, ne, draufsetzen. Brauchst nur ein bisschen Vaseline dafür. Nein, das passt hier nicht. Nö, passt offenbar nicht. Kabel. Nein, das passt hier nicht. Auch nicht, an die Sicherung. An die Sicherung passt kein Kabel. Gut, Es tut sich nichts. Ja, aber das ist doch, passt doch. Also farblich würde es doch passen, oder? Nein, das passt hier nicht. Gut, scheinbar nicht. Hä? T-Stück an die Sicherung? Nein, das passt hier nicht. Was denn dann? Hab ich noch irgendwas anderes? Fuß, Plateau? Da sitzt noch die Antenne drauf. Ja, ich weiß. Ist das vielleicht irgendwie anders? Moment. B-Stück. Nein, das passt hier nicht. Passt offenbar nicht. Das Ding vielleicht? Nein, das passt hier nicht. Gut, auch nicht. Moment, dann machen wir das. Ah, hier. So. So. Hä? Ach, man kann es erstmal alles rauslegen, oder wie? Ah. Das ist natürlich so. Jetzt wird ein Schuh draus. So. Dann haben wir hier und wir haben jetzt diesen Koppler. Kabel? Nein, das passt hier nicht. Offenbar passt das nicht. Hä? Nein, das passt hier nicht. Da passt es auch nicht rein. Nein, das passt hier nicht. Da passt es auch nicht rein. Gut. Koppler. T-Stück ans Koppler? Nein, das passt hier nicht. Nein. Ja, man hätte ja noch mal ein paar mehr Sätze einsprechen können, ne? Nein, das passt hier nicht. Ja, ist ja gut. NPC sagt nein. Ja, das ist richtig. Jetzt ist halt die... Ach, hier. Ah, Empfänger. Den habe ich gar nicht gesehen. Nein, das passt hier nicht. Und offenbar passt er ja auch nicht rein. Hä? So, jetzt haben wir hier einen Empfänger. Da können wir wahrscheinlich ein Kabel an den Nein, Empfänger... Nein, das passt hier nicht. Auch nicht. Nein, das passt hier nicht. Ist hier noch irgendwas? Kubus. Ah, Kubus. So, was ist denn der jetzt gut? Ja, wo ist er denn hin? Ach, da. Kuben. Leg das jetzt erstmal alles hier raus. Weiß nicht, für was die gut sind. Nur die irgendwie unterbauen oder sowas vielleicht? Empfänger. Hier ist auch kein Schalter oder irgendwie sowas. Nur hier ist ein Schalter, ne? Ah! 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 Okay. Koppler. Vielleicht kommt der jetzt. Ah! So, das T-Stück dann nach hier oben. So. Jawolligen. So, und dann kommen wahrscheinlich hier die Kabel dran. Nein, das passt hier nicht. Offenbar doch nicht. Knopf. Es tut sich nichts. Ach halt. Drück mal einfach mal so nur auf den Knopf drauf. Ah. Nein. So. Kabelbuchse. Da sind Kabelbuchsen. So. Und so. Ja, sehr gut. Muss ich jetzt die Kuben da dran hängen, oder was? Nein, das passt hier nicht. Gut, offenbar nicht. Den Okolyten jetzt da dran vielleicht? Nein, das passt hier nicht. Nein, das passt hier nicht. So rum auch nicht. Was müsste man mit den Kuben eventuell machen? Ist das überhaupt die Mehrzahl von Kubus? Ich weiß es gar nicht. T-Stück. Nein, ich hab's wieder abgemacht. Nein! Ach. Mann ey, lass das doch mal zusammengebaut. So, Kabel wieder dran. Kabel wieder dran. Was ist das hier? Ist wahrscheinlich... Ach, überspringen. Nee, ich will's nicht überspringen. Ich will's... Wenn, dann möchte ich's auch schaffen. Ausgefahrene Antenne. Hier sind... Ah, hier sind noch Kabelbuchsen. Ah. Nein, das passt hier nicht. Natürlich! Ja, so. Okay. Jetzt haben wir da Stauraum drinne, glaube ich.
Nein, das passt hier nicht. Aber wohin jetzt damit? Nein, das passt hier nicht. Ja. Nein, das passt hier nicht. Ja. Große Preisfrage. Nein, das passt hier nicht. Nee, das auch nicht? Nein, das passt hier nicht. Ja, meine Güte. Man hätte echt mal ein paar mehr Sätze einsprechen können, ne? Da sitzt noch das T-Stück drauf. Es tut sich nichts. Könnt ihr mal irgendwie einen Tipp oder sowas? Kabel? Will den Empfänger anmachen? Nee, hier ist leider kein Knopf. Also das geht leider nicht. Ich kann nur aufnehmen. Ansonsten geht damit leider nichts. Ich weiß halt auch noch nicht, für was diese Würfel hier gut sind. Ich schätze mal, dass man die irgendwie, weiß ich nicht, benötigt, um sie irgendwie hochzustellen oder irgendwie sowas. Weil wir haben ja 2, 4, 6 Stück. Na gut, aber wir haben ja nur 4 Ecken. Hier ist noch der Ring. Es tut sich nichts. Tim, Koppler, Kabel, E-Stück, Kabel. Ich kann wahrscheinlich auch nochmal zurückgehen. Vielleicht fehlt da noch irgendwas, aber das ist ja eigentlich alles drin, hatte sie ja gesagt. Plateau. Empfänger. Empfänger. Muss der hier dran? Nein, das passt hier nicht. Nein, das passt hier nicht. Pff. Oben hat man es ja schon probiert. Nein, das passt hier nicht. Da passt es auch nicht? Nein, das passt hier nicht. Ja. Kabel, Ring. Nein, das passt hier nicht. Ja, ist gut, passt scheinbar nicht. Nein, das passt hier nicht. Ich bin der Meinung, es passt nicht. Ich kann auch nicht hier weiter irgendwie. Nee, zur Seite können wir auch nicht. Ja, nun, T-Stück. Drück nochmal den Knopf. Das habe ich ja gerade gemacht. Das geht nicht. Ich kann hier nicht draufdrücken. Geht nicht. Vielleicht drehen? Da sitzt noch der Koppler drauf. Ja. Da sitzt noch die Antenne drauf. Nein, das passt hier nicht. Ja, ist ja gut. So, jetzt habe ich den Koffer zugemacht. Kann ich da irgendwas... Nein, das passt hier nicht. Ah, da ist es. Ich habe eine Anleitung gefunden. ist klar. Okay, wo war das hier, ne? Nein, das passt hier nicht. Nee. So, alles klar. Jetzt müssen nur noch die Kuben in die richtige Reihenfolge gebracht werden. Wenn ich mich richtig erinnere, muss nur darauf geachtet werden, dass die Kuben, die zusammengehören, auf der gleichen Seite der Antenne angebracht sind. Aha. Wie bringen wir die jetzt an? Das ist echt interessant jetzt. So, jetzt haben wir hier einen Kubus. Ah! Guck mal. Mit dem hoch und runter scrollen ist ein bisschen komisch. Dem erkennt man fast gar nicht, was drauf ist. So, gucken wir mal. Okay, ich glaube, der gehört hier nicht hin. Obwohl, doch. Oder? Ich weiß es nicht. Und kommt. Der kommt bestimmt hier rüber. Probieren wir mal. Und noch den letzten. So. Okay. Ich habe Bedenken. Ich denke, die Frau soll keine Zeitantenne geben. Ne, ich glaube auch nicht. Es ist irgendwas anderes. Es ist irgendwie... Was? War dasselbe auf den Icons drauf? Ja, auch nicht untersuchen. Interessant. Muss jetzt irgendwie... Hauptschalter. Es tut sich nichts. Ja, aber wie soll man denn jetzt bitte herausfinden, was die richtigen... Teile sind.
Beziehungsweise auf welche Seite die müssen. Ich meine, die sehen doch alle gleich aus. Vielleicht, weil das hier grün leuchtet? Ah! 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 Alle Teile sind jetzt eingerastet. Hä? Was? Alle Teile sind jetzt... Ja, halt die Gusche. Alle Teile sind... Halt die Gusche. Ach, hier sind Tasten. Alle Teile sind... Halt. Was? Ach, ich verstehe. Alles klar, alles klar. Okay, okay, okay. Man muss die so anordnen, dass die im vorderen Bereich immer diese 3x3 ergeben. Okay, okay, okay. Verstehe, verstehe, verstehe. Ja. Verstehe. Es ist nur die Preisfrage. Taste 6. Welcher ist denn das? Sieht man das hier? Ja. Das ist dann wahrscheinlich der. Der muss hier hin, gehe ich mal von aus. Das ist der. Das ist der. Genau. Die Ecke passt eigentlich auch. Nee, passt nicht. Welcher ist das? Schwer zu erkennen. Welcher ist denn das? Der letzte? Das ist der zweite. Das ist der erste. Das ist aber auch der erste. Das jetzt, glaube ich, nur so ein bisschen probieren. Das wäre so. Das ist so. Der ist verkehrt. Aber welcher ist das jetzt? Ist das der hier? Das scheint richtig zu sein. Guck mal, jetzt blinkt das auch. Ja! Haha! So, fertig. Nee, also runternehmen nochmal, das wäre nicht so gut gewesen. Das ist, welche Taste gehört? Wenn du normal dran steckst. Nee, man hat es nur gesehen, wenn man die Taste gedrückt hat. Also dann hat man gesehen, welche Platten nach vorne gezeigt haben. Okay, Zeitfunkantenne. Können wir jetzt irgendwas damit machen? Das habe ich ganz gut hinbekommen. Ja. Dazu brauche ich mein Zeitfunkgerät. Ah, okay. Zeitfunkgerät. Verdammt, das Zeitfunkgerät bekommt keinen Strom. Hätte ich nicht früher daran denken können, die Batterie zu laden? Darum werde ich mich sofort kümmern. Stimmt, das mit dem grünen Leuchten habe ich auch gesehen. Da hast du recht. Da hast du vollkommen recht. Aber es hat ja trotzdem funktioniert. So, gehen wir nochmal nach unten. Hallo? Ah, hinabsteigen. Hat ja trotzdem funktioniert. Ich bin jetzt einfach nur davon ausgegangen, welche Platten man halt eben gesehen hat, wenn man einen Knopf gedrückt hat und... Habt ihr dann demzufolge ausgewechselt. Okay, wir müssen das Zeitfunkgerät irgendwo... Die Zeitkapsel hat noch Energie. Einbauen. Vielleicht kann ich die Batterie am Generator der Zeitkapsel aufladen. Der Svensson befindet sich zwischen den beiden Zylindern. Ich kann das Zeitfunkgerät mit der Zeitkapsel verbinden. Jetzt kann ich die Position der Zeitkapsel in einem Umgebungsscan anzeigen. Mach doch! Also praktisch, wenn ich mich mal verlaufen sollte. Hä? Warum macht sie das nicht einfach? Wer ist Svensson? Was weiß ich? Besser nicht. Auf keinen Fall. Was weiß ich, wer Auf hier... Auf keinen Fall. Wer ist der Svensson? Nee. Das Ding ist aufgeladen, oder was? Armaturen? Prüfen? Täterkontrolle, Atom, ja, Hüllen in... hatten wir schon. Da war wieder der Atomofen. Die Zeitkapsel hat noch Energie. Vielleicht kann ich die Batterie am Generator der Zeitkapsel aufladen. Der Svensson befindet sich zwischen den beiden Zylindern. Ich kann das Zeitfunkgerät mit der Zeitkapsel verbinden. Jetzt kann ich die Position... Praktisch. Hier oben? Die Zeitkapsel hat noch Energie. Aber wie stelle ich das an? Und den rausnehmen? Das ist der Svensson. Er erzeugt Bioenergie aus Blaualgen. Blaualgen? Klar. Der Svensson brummt friedlich vor sich hin.
Ansonsten ist da nach außen hin nichts Außergewöhnliches zu erkennen. Huch. Ausziehen. Schnups. Jetzt haben wir hier den Svensson. Warum auch immer der Svensson heißt, der Kollege, aber... Die Zeitkapsel hat noch Energie. Vielleicht kann ich die Batterie am Generator der Zeitkapsel aufladen. Ist das nicht? Die Energiezellen der Zeitkapsel werden über den Svensson gespeist. Er funktioniert rein biologisch. Blaualgen erzeugen aus Luft und Wasser energiereichen Wasserstoff. Mit dieser Technologie hätte der Klimakollaps leicht verhindert werden können. Ja. Von außen sieht er unbeschädigt aus. Ups. Der Ladezustand ist sehr niedrig. Ungefähr 15%. Das reicht nicht unbedingt aus. Herausziehen. Es wäre möglich, die Energie einer Zelle auf die andere zu transferieren. Dennoch fehlen ca. 30% Ladung. Bitte was? Den Svensson kann ich nicht einstecken. Er ist fest montiert, um eine ständige Energieversorgung der Zeitkapsel zu gewährleisten. Die Kontrollen sind alle im normalen Bereich. Okay. Hören Sie doch auf, mich auf den Arm zu nehmen. Die Alge kann für so ein Gerät niemals genug Energie erzeugen. Sie kann nicht nur, sie wird auch. Hören Sie doch, die Alge kann... Sie kann... Wo kriege ich jetzt so eine Alge her? Muss ich jetzt so eine Alge finden? Ich gehe mal davon aus, ne? Alge. Komme ich hier irgendwo weiter? Okay. Wenn wir in die Zeitkapsel rein. Hier können wir nur auf den Stahlträger. Ich gehe davon aus... Ach, hier unten war die Treppe. Treppe habe ich gar nicht gesehen jetzt gerade. Ich gehe mal davon aus, dass hier oben nichts ist, wo wir eine Alge herbekommen. Aber hier unten sieht es auch nicht aus wie eine Alge. Gehen wir nochmal runter. Ja, im Gerümpel vielleicht? Hatte ich das nicht schon angeguckt? Es ist alles völlig zerstört und verdreckt. Hier war schon seit Jahrzehnten kein Mensch mehr. So, hier ist auf jeden Fall auch nichts mehr. Gut, dann gehen wir nochmal nach unten und gucken, ob wir die Treppe runtergehen können. Weil das scheint mir jetzt gerade so das Sinnvollste zu sein. Jawohl, können wir.